Viele von euch haben das folgende Tor eventuell schon gesehen. Aber wir sind der Meinung, man kann sich daran einfach nicht satt sehen. Gian Özcarra von Rot-Weiß Oberhausen im letzten Spiel gegen den SC Verl. Vielleicht das schönste Tor der gesamten Saison. Ja, und damit herzlich willkommen zur Saisonabschlussfolge von Einwurf. Ja, Gian Özcarra ist im Übrigen nicht der Einzige, der das kann. Also das mit dem Toreschießen von der Mittellinie. Denn Matthäus Staron vom SC Ichenhausen in der Landesliga Bayern machte am letzten Spieltag genau dasselbe. Es sieht bei denen so einfach aus. Ja, von der Schönheitsskala her sind diese beiden Tore natürlich schwer zu überbieten. Aber es gibt dann doch noch zwei Buden vom Saisonfinale, die wir euch auf keinen Fall vorenthalten möchten. Zum einen haben wir da für euch Djello Diallo von der SG Wattenscheid 09. Alle denken, die Chance sei vereitelt und dann haut er so ein Ding raus. Respekt! Und am vergangenen Wochenende machte Marek Klimczok mit diesem Hammer das 1:0 und damit den Sieg gegen Erntebrück klar. Übrigens, wenn ihr nochmal die schönsten Tore der gesamten Saison sehen wollt, dann geht einfach bei uns auf www.sporttotal.tv/amateur. Wer jetzt denkt, die Amateurkicker haben bei uns am letzten Spieltag alle nur geile Buden geschossen, der irrt sich. Bennett Eickhoff ist gelb gesperrt. Adam Nebi. Oh, Alter, was ist das denn? Ach ja, der Amateurfußball. Einfach zu gut. Wie ihr bei der letzten Panne unschwer hören konntet, waren die Kommentatoren ziemlich überrascht und auch emotional. Manchmal sind Kommentatoren aber auch an der falschen Stelle zu emotional. Wir kommen zu Unpredicted. Unpredicted. Kommentation mit Emotionen an falscher Stelle. Kurz KMIAFS. Und jetzt Florian Nagel mit der Chance. Gut gehalten von Domaschke. Und er krabbelt. Und bleibt liegen. Und jetzt liegt er da einfach rum. Warum bleibt er liegen? Das Spiel geht doch weiter. Meppen ohne klare Spielidee in dieser Phase. Doch jetzt wieder Drochtersen. Alexander Neumann. Und den macht er. Und jetzt sieht Neumann den freien Raum an der Eckfahne und bekommt auch noch die Hilfe von seinen Mitspielern. Unpredicted. Stellt euch mal vor, die Kommentatoren wären immer so. Irgendwie wäre das lustig. Wir verabschieden uns erstmal in die Sommerpause, aber schaut immer gerne bei uns auf der Webseite, bei Facebook oder auf Instagram vorbei. Dort werden wir euch natürlich auch in der fußballfreien Zeit immer bestens unterhalten. Ich sage tschüss und bis in ein paar Wochen.